herzlich willkommen hier vom Kanal zu Valain und unseren fertigen Wölfen. Seid gegrüßt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, jetzt wollen wir die Wölfe mal zurückbringen. Die sind gezähmt und wollen sich natürlich auch schon paaren. Weil ich jetzt natürlich jetzt im Augenblick noch nicht so gut finde. Ich möchte die erst rüberbringen. So, wunderbar. So, dann sollen sie mir mal folgen und wir gehen zurück zu unserer Hütte. Los, kommt. Und mal direkt hier die kleinen Scheißerchen aus dem Weg räumen. So, dann bauen wir direkt ein Wolfsgehege oder beziehungsweise wir bauen einen Zaun drumherum bei uns um die Hütte, so dass wir die auch direkt paaren lassen können, damit wir Wolfsfelle kriegen. Dazu würde ich es jetzt erstmal in die Hütte einsperren und dann Holz hacken gehen und einmal einen Palisadenzaun drumherum bauen. Könnten natürlich rein theoretisch auch unter der Hütte. Würde jetzt auch gehen, ne? Ich glaube, unter der Hütte ist sogar noch etwas besser. So, Jungs. Kommt hier rein. So, ja, prima. Los, hopp, hopp. Rein mit euch. Ja, supi. Komm. So, er kriegt da auch ein bisschen Fleisch, ein bisschen haben wir da über. Einmal. Ist jetzt nicht viel, ich guck mal eben, ob ich vielleicht noch ein bisschen hier drin habe. Auch nichts mehr. Nichts mehr, okay, gut. Dann bleibt ihr mal hier. Die machen wir mal zu. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir... Ups, jetzt sind wir beinahe durch die falsche Tür gegangen. Dass wir... So. So. Und dafür haben wir aber keine mehr, ne? Doch. Okay. So, jetzt müssen wir aber Holz ist alle. Jetzt müssen wir Holz hacken gehen. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt mal Holz hacken, mach das fertig und blend euch wieder ein, wenn ich soweit durch bin. Bis gleich. So, und da bin ich wieder zurück. Ich war noch mal eben drüben, habe ein bisschen Fleisch geholt. Ich habe jetzt doch mal eingezäunt hier. Würde jetzt gerne die Wölfe dann auch rauslassen. So, noch mal mit rausnehmen, wie auch immer. So, und die dann auch direkt hier ein bisschen füttern. Eben Fleisch geholt, so zack. Direkt mal beide hier zum Fleisch führen. So. Und dann können die sich hier vermehren. Haben sie ein schönes Areal. Die Palisade ist jetzt nicht schön, aber es ist ja auch nur eine vorübergehende Base. Von daher muss die jetzt auch nicht so sonderlich schön sein. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall hier durch. Ich würde ganz gerne mal, da habe ich das Tor gemacht, runter zum Schiff. Ich würde mir nämlich gerne die Sachen für unser Tor gerne ins Boot legen. So, mal rein damit hier. Sind dann zwei Tore. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann kann jetzt unsere Wolfszucht beginnen.
Und wir können natürlich auch noch mal ins Schneegebiet jetzt rein und uns etwas Wolfspelz schon mal holen. Und vielleicht auch Wolfsköpfe. Unser nächstes Ziel wird dann natürlich die Wolfsrüstung sein. Ja, und dann muss ich halt gucken, dass wir den dritten Boss noch angehen. Wo ich echt ein bisschen Bammel vorhab, Single. Weil der schon auf dem Community-Server nicht gerade ohne war. Aber ich habe mir schon eine Taktik zurechtgelegt, von daher schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall nehme ich immer Pilze mit, weil wir brauchen ordentlich Buff-Food auch für den Boss. Heißt, wir müssen natürlich auch noch ein bisschen Buff-Food herstellen, Tränke herstellen. Und dann, so wie es aussieht, höchstwahrscheinlich nochmal da hochfahren mit dem Schiff. Ein neues Portal stellen. Da unser altes ja scheinbar kaputt gemacht worden ist. Waren da Pilze? Da waren Pilze. Hier sind auch nochmal eine Menge Pilze. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir da oben jetzt noch ein paar Wölfe kriegen. Wenn jetzt natürlich ein Ein-Stern- oder Zwei-Stern-Wolf dabei ist, versuche ich den nochmal runterzuziehen. Aber ich glaube, ganz so viel Glück haben wir nicht. So ein bisschen Holz muss ich aber mitnehmen, da komme ich nicht drum rum. Habe ich nicht hier irgendwo einen umgelegten Stamm schon gehabt? Da. Weil wir brauchen nur ein bisschen was für Lagerfeuer, um uns weiter hochzuarbeiten. Da ist auch noch einer. Harz nehmen wir immer mit. Den lege ich auch noch oben hier. Der war eh schon wackelig. Und dann sollten wir genug Holz und Stein haben für die Lagerfeuer. Damit wir da oben nicht erfrieren. So. Wunderbar. So, mal direkt draufpacken. Ausdauer ein bisschen hochlaufen lassen und dann. Irgendwo hier war das schon unser erstes Feuer, oder? Blendet natürlich die Sonne. Ah, da ist. Gut. Da ist unser erstes Feuer. Da hinten ist unser zweites Feuer. Da schmeißen wir dann auch noch mal eins rein. Da müssen wir nur vorsichtig sein. So. Ich sehe jetzt hier keinen Wolf. Ich höre auch keinen Wolf. Deshalb gehe ich mal weiter hier. So, da machen wir auch ein zweites rein. Da haben wir noch. Ja, passt noch. Oh, da oben ist ein Drache. Wunderbar, den holen wir uns auch sofort. Wenn wir den dann treffen. Ich glaube, jetzt haben wir die Aufmerksamkeit, oder? Na, noch nicht so wirklich.
Dann müsste ich eventuell doch noch... Oh, da ist ein zweiter sogar. Jetzt haben wir die Aufmerksamkeit. Mit der Ausdauer aufpassen. Den haben wir noch mal erwischt. Der ist down. Wunderbar. Da haben wir direkt die Gefrierdüse liegen. Das ist super. Komm, stell dich. Wunderbar. Super, die sammeln wir sofort ein. Die auch. Ja, ich weiß, ich erfriere. Ich weiß. Aber nützt ja nichts. Obsidian, das nehmen wir natürlich auch sofort mit. So. Gehen wir mal weiter hier hoch. Mal schauen. Kein Wolf, ne? Kein Wölflein. Da unten ist nochmal Obsidian. Aber eigentlich bin ich wegen Wölfen hier hingekommen. So, wie viel können wir denn noch tragen? 100 noch, ist okay. Oh, hier ist ein Stein. So. Ja, dann müssen wir jetzt mal hoffen, ob wir einen Wolf bekommen. Ja, hören tue ich hier welche. Upsa, sehen tue ich nur keine. Das ist natürlich mit dem Rauch natürlich nur doppelt so schwer. Mal hier hoch, da setze ich mal noch ein Lagerfeuer. Fehlende Voraussetzung. Stein fehlt. Haha. Okay, nochmal schnell zurück. Wir brauchen ein bisschen Stein. Mal hier müsste der Stein sein, oder? Was sagen? So. Immer noch Stein. Ich werde verrückt. Na los. Kleiner, wenn du jetzt nicht haust, dann sieht das echt übel aus für uns. Drache. Wunderbar. Okay, schnell hier rüber zum Lagerfeuer. Bogen raus. Oh, zwei Drachen, keine Ausdauer. Wundervoll. Und ein Wolf. Gut, den Wolf hätten wir. Ich muss hier unbedingt Ausdauer regen. Noch ein paar davon und ich bin down. Muss hier hoch. Ja, ich weiß, ich erfriere, ich weiß. Lauf schneller.
Okay, Doki. Wir haben hier in dem Gebiet auch noch nichts zu suchen eigentlich. Aber ich hätte schrecklich gerne schon mal ein bisschen, also zumindest einen Wolfsumhang, den hätte ich auf jeden Fall schon mal ziemlich schrecklich gerne. Ich sollte mir doch ein Portal da oben hinstellen, da muss ich immer so weit rennen, bis ich da bin. Ihr habt noch keinen Nachwuchs? Schade. So, dann mal ganz schnell zurück. Aber wir haben jetzt schon mal ein paar Gefrierdrüsen. Und Wolfspelz haben wir auch schon mal. Wir holen uns jetzt noch die anderen zwei Drachen. Dann haben wir schon mal vier Gefrierdrüsen. Und dann sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Zumindest wisst ihr jetzt auch, wie ihr im Schneegebiet euch wenigstens ein bisschen bewegen könnt mit den Lagerfeuern. Ist manchmal sehr hilfreich, gerade so am Anfang, um die ersten Wölfe zu zählen, wenn man noch keinen Umhang hat. Oder auch, um schon mal ein, zwei Drachen oder vier Drachen zu töten. Aber ihr seht selbst, ihr müsst eine Menge Holz und Steine mitnehmen. Was die Sache dann schon wieder vom Gewicht her ziemlich einschränkt. Wenn ihr natürlich mehr Glück habt als ich und habt natürlich dann schon, ich sag mal, den Gürtel und könnt mehr tragen, dann macht ihr die ganze Sache auch wieder einfacher. So, jetzt muss ich die Ausdauer regen. Irgendwo da oben ist unser Lagerfeuer. Okay, wir haben noch keinen Schaden, das ist gut. Jetzt erst. Aber wir sind ja direkt mal am Verbrennen. Essen kann ich noch nichts. Mein Essen ist unten im Kreuz und ich hätte mal eben was essen sollen, wenigstens. Ein bisschen mehr Leben. Hätte sich schon gut gemacht. So, da sehe ich auf jeden Fall schon mal meinen Grabstein. Ja, oder halt einen Frosttrank, ne? Aber da war ich jetzt auch zu faul zu gucken. So, jetzt sehe ich aber die vermaledeiten Drachen wieder nicht. So, aber einen Wolfskopf haben wir nicht gekriegt, ne? Nur einen Wolfspelz. Wir brauchen aber einen Wolfskopf, wenigstens einen für den Umhang. So, wo waren denn jetzt die Drachen? Wo kamen die eben her? Da hinten. Upsa, erwischt. Ah, der ist weggeflogen. Ja, mit dem Hinterhältigkeitsbonus ist natürlich schon meistens immer ein One-Hit. Wenn die euch noch nicht erspäht haben und ihr trefft die Gegner. War der drüber oder drunter? Ich weiß es nicht. Okay, aber einen Drachen kriegen wir auf jeden Fall, also das sollte jetzt nicht das Problem sein, oder? Essen soll ich. Fällt mir gerade ein. Das wäre eine gute Idee, bevor wir sterben. Ein Lagerfeuer kann ich, fehlen mir immer noch Steine für, ne?
Platz befürchtet. Und ganz schnell zurück, sonst bin ich gleich wieder im Dreck. 4 Steine. Mal von dem vielleicht. Gibt's aber auch keinen Stein, dass das. Ist das zum Mäusemelken hier? So. Jetzt haben wir einen Stein, dann könnten wir uns da hinten positionieren. Ich kann noch mal versuchen, den. Ah, also, geht doch. Dann rennen wir da jetzt schnell runter. Schwuppdiwupp. Nein! Gibt's doch jetzt nicht. Was fehlt denn hier? Lagerfeuer. Oh oh, jetzt sind wir geliefert. Jetzt sind wir geliefert. Kann keinen stellen, ich weiß nicht warum. Die Götter sind barmherzig. Na wunderbar. Gut, ich würde sagen, ich hole eben meine Leiche und schalte euch dann wieder dazu, wenn ich da bin. Bis gleich. So, dann bin ich wieder zurück. Komischerweise konnte ich jetzt hier das Feuer stellen. Ich weiß auch nicht warum. Und dann kamen natürlich auch direkt 2 Wölfe. Da habe ich mir dann jetzt direkt nochmal eben die Felle gesichert. So, jetzt haben wir 3 Fälle, aber immer noch keinen Kopf. Das ist halt fies. Den Kopf, den bräuchten wir halt. Gefrierdüsen haben wir 3 da. Verstehe ich auch nicht. Da müsste man die auch mehr haben mittlerweile. Wir haben ja schon 5 Drachen, glaube ich, erledigt. So, wir haben auf jeden Fall keinen Stein mehr. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich schlecht, weil wir nicht weiterkommen ohne Stein. So, mal erstmal hier rein. Wunderbar. Ja, jetzt ist die Frage, was tun? Ich glaube, unser Ausflug ins Schneegebiet hat sich dann erstmal erübrigt. Wir gehen wieder zurück und züchten dann noch ein paar Wölfchen. Ich weiß, ich erfriere. Bin ja auch schon auf dem Weg raus. Na, du kannst mich jetzt mal gerne haben. Ich kämpfe mit Sicherheit nicht im Schneegebiet gegen dich. So. Gut, dann erstmal zurück zu unseren Wölfen. Vielleicht haben die ja schon Jungs geschmissen. Fleisch können wir auf jeden Fall gebrauchen, ne? Ich werde verrückt. Der hat mich tatsächlich noch gewittert. Ach, das ist ein Wolf! Oh, den holen wir uns. Und der das Reh legt. Oh Gott, machen wir denn hier? Spieß guten Lauf. Hau ab! Mann! Nicht, dass das einer von unseren ist, der ausgebüxt ist und mir gefolgt ist. Jo, der ist von uns. Ist abgehauen. Bleibst du hier? Der killt den ganzen Wald. Hör auf mit dem Scheiß. Ich bin noch nicht so schnell. Kommst du jetzt hier hin? Folgt mir. Ab nach Hause. Mann!
wird. Ohne Umwege hinterher. Mann. Da bin ich nur geschaut. Oder habe ich das Tor aufgelassen aus Versehen? Brauchst gar kein Ausrufezeichen über die setzen. Ich will mit dir jetzt sofort nach Hause hier. Ich sehe zwei Wölfe da drin. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Habe ich da irgendwo aus Versehen irgendwie Fleisch liegen gehabt und habe den irgendwie noch mitgezähmt? Komm rein. Du sollst reinkommen. Nicht, dass ihr jetzt meint, ihr könnt alle abhauen hier. So. 1, 2, 3 und ein Baby. 4. Na, das ging ja fix. 1, 2, 3, 4 und ein Baby. Okay. Respekt. Nehmen wir mal noch ein bisschen Fleisch raus. Komm mal her. Hungrig bist du, ne? Ja. Du bist auch hungrig. Dann komm mit. So. So, wunderbar, dann sind die jetzt auch nicht mehr hungrig. Wir haben ein Baby, wir haben 4 Wölfe, der muss schon ausgewachsen sein, muss schon das nächste sein, denke ich mal. Aber so weit, so gut. Erfolgreich, würde ich sagen. Jetzt züchten wir die weiter, damit wir können ja mal schauen, was wir für die, die können wir, glaube ich, nur in der Schmiede herstellen, die Wolfsrüstung, ne? Hirsch, Ochs, Wolfsfell, Umhang, da brauchen wir 6. Ach, Silberplatten brauchen wir auch. Oh, okay. Da müssen wir definitiv dann den dritten Boss für gemacht haben. Und einen Wolfskopf. Aber gut, wir können ja trotzdem züchten. Ich werde dann schauen, dass ich im Offscreen schon mal Tränke mache für den dritten Boss. Und dann eventuell nächste oder übernächste Folge den dritten Boss angehen, würde ich sagen. Gut, liebe Leute, herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir noch einen Kommentar, ein Abo und ein Däumchen. Das wäre natürlich prima. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag, schönen Abend und einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hier gesehen habt. Bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.